Das, was ich Ihnen zeige oder auch demonstriere, ist eine Tomatenpesto, die Sie natürlich separat auf dem Brot aufstreichen können. Aber mein absoluter Favorit ist eine Tomatenpesto mit Hüttenkäse. Getrocknete Tomaten, die mache ich hier in den Mixer. Olivenöl. Etwas Tomatenessig, damit einfach eine schöne Säure der Tomaten nochmal betont wird. Etwas Salz. Geröstete Pinienkerne. Den Parmesan machen wir erst nach dem Mixen dazu, weil sonst würde es da direkt auch am Anfang auch zu kleben. Ich mache hier etwas Rosmarin und Thymian mit dazu. Das muss nicht sehr fein gezupft sein, sondern der Mixer, der soll hier meine Arbeit dann auch übernehmen. Den Mixer verschließe ich jetzt kurz und mixe halt. Jetzt wird es etwas laut. Müssen wir hier ganz kurz nur noch mal den Parmesan mit dazu machen. Und Parmesan gilt ja auch als Geschmacksverstärker. Oder natürlich zum Abrunden geht das natürlich wunderbar. Die Tomatenpesto ist ja jetzt fertig. Hier haben wir eine sehr, sehr gute und schöne Konsistenz dann noch mehr erlangt. Im nächsten Schritt rühre ich da den Hüttenkäse dann mit der Tomatenpesto nur noch mal durch und man hat da wirklich einen sehr, sehr simplen und sehr einfachen und sehr effektvollen Brotaufstrich.